Ich bin Philipp Wampfel und in diesem Video möchte ich kurz zusammenfassen, was ich eigentlich in einem Rahmen eines Workshops an der Republika hätte diskutieren wollen, zusammen mit anderen Interessierten und anderen Moderatoren und Moderatorinnen hätte ich gerne die Frage diskutiert, wie man denn das Problem angehen könnte, dass die digitalen Werkzeuge und die sozialen Netzwerke von einer schmalen Elite heute genutzt werden und viele andere Menschen sie nicht, gar nicht nutzen wollen oder nicht nutzen können. Dieser Workshop fand leider keine Aufnahme im Programm der Republika, deshalb habe ich ihn in 6 Blogposts diskutiert und mit Interessierten besprochen und habe jetzt einen Essay verfasst zu dieser Frage und möchte hier einige wichtige Punkte zusammenfassen und kurz kommentieren. Ich werde wie folgt vorgehen. Zunächst möchte ich 3 Gründe diskutieren, die dazu führen, dass Menschen nicht im Internet teilnehmen wollen. Dabei ist mir bewusst, dass das viel größere Problem natürlich ist, dass ganz viele Menschen nicht teilnehmen können, weil sie nämlich keinen Zugang zur nötigen Infrastruktur haben, keine Zeit neben ihrer Erwerbs- oder Familienarbeit oder es ganz einfach nicht dürfen. Und dennoch denke ich, dass das Problem des Nichtwollens auch dazu führen kann, dass viele Menschen nicht können, weil sie nämlich die nötigen Kompetenzen sich gar nicht aneignen und gar nicht wissen, inwiefern das Internet Partizipation und Zugang zu Informationen ermöglicht. Ich denke, dass differenzierte Informationen mittelfristig nur noch im Internet zugänglich sind und häufig auch in sozialen Netzwerken fast versteckt sind. Und wer sich darin nicht auskennt, wird diesen Anschluss verpassen und der oder dem wird es auch in einer Demokratie nicht mehr möglich sein, sich eine ausgewogene, eigenständige Meinung zu bilden. Und deshalb denke ich, ist diese Frage auch von politischer Bedeutung und nicht einfach eine reine Spielerei. Also zunächst wollte ich 3 Gründe nachgehen und dann möchte ich auf 2 Möglichkeiten hinweisen, wie man das Problem vielleicht etwas entschärfen könnte. Der erste Grund, denke ich, der betrifft so die Meinungsbildung im Internet und da geht es darum, dass ein grundsätzlich kalifornisches Klima herrscht, wie man das nennen könnte. Also es sind Menschen im Internet präsent und es sind Menschen im Internet laut, die daran glauben, dass eine liberale Gesellschaft zum Erfolg führen wird, dass Menschen unternehmerisch denken müssen, dass sie die Probleme selbst lösen können, dass sie, wenn sie scheitern, einfach wieder aufstehen können und neue Lösungen finden können. Diese Menschen vertrauen auch sehr stark auf Technologie, auf die Möglichkeiten von Software, von Hardware, von Vernetzung. Und wer hierzu skeptischere Töne anschlägt oder kritischer eingestellt ist, der oder die findet einfach weniger Gehör im Internet, ihre Botschaften verbreiten sich schlechter und sie können auch etwas frustriert sein, weil das Diskussionsklima doch recht stark ideologisch geprägt ist. Das scheint mir eine Schwierigkeit zu sein. Mit dieser kalifornischen Einstellung hängt auch ein sehr positives Bild von sozialen Netzwerken und von den Möglichkeiten der Vernetzung zusammen. Dieses positive Bild ist auch deshalb gegeben, weil Menschen sehr viel investieren müssen in die Kompetenzen, die sie sich aneignen, um im Internet präsent sein zu können. Sie müssen viel mit Hardware arbeiten, sie müssen viel mit Software arbeiten und dabei müssen sie ganz viel lernen. Und sie sind wahrscheinlich geneigt, die Erfolge dieses Lernens und die Erfolge, die sie mit diesem Lernen erzielen, etwas zu überschätzen und den Aufwand und die Misserfolge etwas zu unterschätzen. Es ist etwas so wie das Social-Media-Marketing-Problem, dass nämlich Unternehmen von Beraterinnen und Beratern angeregt werden, Social-Media einzusetzen als Marketing-Tool und der Erfolg fast eine self-fulfilling prophecy ist, weil der Aufwand so groß ist, dass der Kontakt mit Kundinnen und Kunden über Social Media fast zum Erfolg werden muss oder als Erfolg automatisch als Erfolg gewertet wird. Der letzte Punkt, der Hürden schafft und der Menschen davon abhält, die Tools zu nutzen, der ist recht offensichtlich. Das sind nämlich negative Vorurteile über Internetkommunikation. Das hängt auch zusammen, dass wir sehr unpräzise über das sprechen, was im Internet eigentlich abläuft und was wir genau tun. Da werden dann so Plattitüden gesagt, wie Facebook-Freunde sind keine echten Freunde oder in Photoshop kann man Bilder manipulieren oder gewisse Beziehungen im Internet sind oberflächlich. Dazu kann man eigentlich nicht viel mehr sagen als ja und. Natürlich ist es so. Man konnte schon immer Bilder manipulieren, es gab schon immer oberflächliche Beziehungen
Und Facebook-Freunde sind natürlich keine echten Freunde, sonst wären sie ja nicht in Facebook. Aber das ist gar nicht relevant und das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Und so gibt es eine Reihe von weiteren Vorurteilen, dass nämlich im Internet surfen reine Zeitverschwendung ist, dass man gar keine gehaltvollen Informationen findet. Und viele Ängste sind auch damit verbunden, dass nämlich ein gewisser Kontrollverlust eintritt, wenn man sich im Internet aufhält, wenn man da präsent ist und wenn man da kommuniziert. Und diese Ängste und Vorurteile, denke ich, die müssen ernst genommen werden. Das sind nicht einfach falsche Einschätzungen, sondern da wird ganz viel gesagt, was Menschen wichtig ist und was sie wahrnehmen und was sie auch in unserer Gesellschaft vielleicht erleiden müssen. Und man kann das nicht einfach wegwischen und sagen, das ist komplett falsch, sondern man muss es ernst nehmen und in einem offenen Gespräch auch andere Perspektiven aufzeigen. Jetzt ganz grundsätzlich denke ich, so ein Gespräch ist eine Möglichkeit, wie man Menschen dazu motivieren kann, im Internet zu partizipieren, ihnen Perspektiven aufzeigen und ihnen genau sagen, was man denn eigentlich tut. Sich selber auch diese Frage stellen, wann nehme ich denn mein Smartphone hervor, wie oft rufe ich meine E-Mails ab, warum logge ich mich eigentlich genau bei Facebook ein, was will ich da bewirken, warum veröffentliche ich meine Bilder auf Instagram, was erhoffe ich mir für Reaktionen, wie gehe ich mit diesen Reaktionen um, was lösen die emotional bei mir aus. Wenn ich dasselbe bei mir verstehe, dann kann ich mit Menschen auch ein ehrliches, offenes Gespräch darüber führen, wie sie es wahrnehmen, warum sie vielleicht eine andere Einschätzung haben und wie sie vielleicht auch den Nutzen, den ich persönlich erlebe, für sich selber generieren könnten. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der ist nicht einmal auf digitale Kommunikation bezogen, sondern der sagt einfach, man muss Menschen helfen, das zu tun, was sie tun wollen. Und dazu gehören meistens Netzwerke. Menschen brauchen Netzwerke, sie sind schon heute in Netzwerken verbunden und man kann ihnen zeigen, dass das Internet dabei hilft, bessere Netzwerke zu schaffen, mehr Menschen in diese Netzwerke einzubeziehen, die ähnliche Interessen haben, die ähnliche Bedürfnisse haben. Und wenn dieser Punkt deutlich wird, dann wird das Erlernen von Kompetenzen und die Nutzung von Technologie zu etwas Selbstverständlichem. Lisa Rosa, die zitiere ich eingehend, hat gesagt, wenn sich Menschen verlieben, dann beginnen sie Skype zu nutzen und dann beginnen sie zu chatten und mit E-Mail zu kommunizieren, weil sie mit dem geliebten Menschen in Beziehung stehen wollen. Und Menschen müssen sich nicht unbedingt verlieben, um das Internet zu nutzen. Sie können auch einfach auf Dodo Termine abmachen wollen oder sie können merken, dass es Modelleisenbahn-Liebhaber gibt, die einfach am einfachsten über das Internet zu erreichen sind, anstatt dass man sie persönlich besucht. Und solche Netzwerke werden den Menschen auch in einem politischen Sinne helfen. Sie helfen ihnen nämlich in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, sich zu organisieren, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und das zu bekommen, was für ein gutes Leben wichtig ist. Und dann werden diese Kompetenzen, die nötig sind, werden automatisch gelernt und es wird eine Reflexion auch in Gang gesetzt, was denn das Internet uns wirklich hilft und wo es uns von dem ablenkt, was uns wichtig ist und was uns nützt. Ich danke fürs Zuhören und ich würde mich über Reaktionen sehr freuen. Meine Kontaktangaben finden Sie unter an diesem Video und im entsprechenden Blogpost. Danke sehr, auf Wiederhören.